Herzlich willkommen zu einem neuen Interview. Heute sind wir ganz authentisch bei der Fakultät für Informatik, denn genau darum geht es heute auch. Und ja, ich bin hier mit dem lieben Sam. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen? Ja, also hallo, ich heiße Sam, ich bin 21 Jahre alt und ich studiere Informatik an der Uni Wien. Ich habe gerade mein viertes Semester abgeschlossen. Also ich gehe jetzt in meinem letzten Studienjahr eigentlich. Sehr gut. Genau, falls ihr irgendwelche Fragen ganz besonders interessant findet, dann findet ihr in der Infobox die Timemarks dazu, das heißt, da könnt ihr direkt hinspringen. Außerdem findet ihr auf Instagram auch noch mehr Informationen zu diesem Studiengang, das heißt, da könnt ihr später gerne noch vorbeischauen. Los geht's! Mit einem abgeschlossenen Informatikstudium hat man viele Möglichkeiten und ist prinzipiell sehr gefragt. Man kann beispielsweise in Software Engineering gehen, aber auch in Richtung Hardware oder Security, wo man testet, ob IT-Systeme sicher sind und sie einem Hackerangriff standhalten können. Studieren kann man Informatik in Österreich an sehr vielen Universitäten, unter anderem in der Hauptuni Wien, TU Wien, dem FH Campus Wien, der FH Technikum Wien, der TU Graz, in Innsbruck, Salzburg, Linz und Klagenfurt sowie als Fernstudium an diversen Universitäten. Der Bachelor dauert an sich 6 Semester, tatsächlich brauchen die meisten ca. 8,5 Semester. Einen Master braucht man nicht unbedingt, da man auch mit einem Bachelor schon gute Jobaussichten hat, allerdings kann man sich mit einem Master noch weiter spezialisieren. Voraussetzungen für den Bachelor sind eine Matura- oder Studienberechtigungsprüfung, außerdem muss man ein Aufnahmeverfahren durchlaufen. Dieses findet an der TU Wien und Hauptuni jährlich zum gleichen Zeitpunkt statt, insofern muss man sich hier im Vorhinein entscheiden. Was lernt man in diesem Studium? Was sind so die Schwerpunkte? Okay, also die Schwerpunkte sind in 2 Hauptkategorien und dann gibt es noch mehrere Ausprägungsfächer, die man sich während des Studiums auswählen kann. Mhm. 2 Schwerpunkte, Mathematik, Informatik. Das sind die 2 grundlegenden Blocks. Ich sage es sehr oft, also Informatik ist einfach Maths in a Trenchcoat. Also es ist einfach Mathematik, alles dahinter ist Mathematik. Also man lernt viel über Mathe, also Analyse, Differentialgleichungen und so weiter. Aber dann auch Algorithmentheorie. Das ist auch Mathe, aber angewendet auf Computeralgorithmen, wie man diese Algorithmen effizient und gut strukturieren und bauen kann. Außerdem gibt es auch ausreichend Programmieren in Fächern wie Programmierung oder Software Engineering. Man arbeitet vor allem mit C++ und Java, falls das jemand interessiert. Und ja, das ist im Kürze alles, was wir im Studium machen. Okay. Kannst du vielleicht so ein paar Fächer nennen, die ihr habt? Ja, also zum Beispiel gibt es Modellierung. Da geht es um das Modellieren von Systemen, von Abstraktionen, Wahrheiten. Dann Software Engineering. Da baut man ein eigenes Softwarestück, ein System, ein kleines KI-Spiel. Dann gibt es zum Beispiel Informationssicherheit, da redet man über, wie man Systeme sichert und ja, wozu das nützlich ist und wie das man was schiefgehen kann, wie das man machen kann. Wie sieht der durchschnittliche Werdegang aus? Also nach dem Bachelorstudium ist es ganz, ganz leicht, eine Arbeit zu finden. Im IT-Bereich gibt es viele Jobs und auch viele Internships, Praktika, wo man sich bewerben kann. In meinem Heimatland ist es normal, dass man auch ein Master macht und erst dann anfängt zu arbeiten. Mhm. Es ist aber auch ganz möglich, ohne den Master zu arbeiten. In meinem Arbeit, wo ich jetzt ein Praktikum mache, gibt es viele, die nur den Bachelor abgeschlossen haben und wirklich erfolgreiche IT-Arbeiterinnen sind. Wie ist das Studium aufgebaut? Ja, also wie ich schon erwähnt habe, es gibt 2 Hauptblocks. Es gibt die Mathematik und die Informatik. Und diese 2 Module muss man abschließen und dann gibt es noch zusätzliche Blocks, die man machen muss. Kurz zu den STEOPs. Die STEOPs sind Teil der 2 Modulen Mathematik und Informatik. Also man macht bei dem STEOP, glaube ich, das sind technische Grundlagen der Informatik, wo es um Physik und diese Grundlagen geht. Die theoretische Informatik, wo es über die Theorie dahinter geht, Turing-Maschinen und so weiter. Dann gibt es Programmierung 1, wo man sich die Grundlagen des Programmierens einprägt. Mhm. Und auch Mathematik 1, also mathematische Grundlagen der Informatik heißt das eigentlich. Das ist vor allem Set Theory und ja, ein bisschen Ableitungen. Nichts Schwieriges, wirklich. Nachdem man
zwei oder drei Semester sogar absolviert, muss man sich spezialisieren, ein Ausprägungsfach auswählen. Mhm. Diesen Ausprägungsfach diktiert dann, welche zusätzliche Module man nehmen darf. Zum Beispiel, es gibt die Ausprägungsfach Data Analysis oder Data Science, bin mir nicht sicher jetzt. Und da muss man sich die Module zum Beispiel Algorithmen und Datenanalyse nehmen. Und da gibt es irgendwelche Fächer, irgendwelche Gatekeeper. Diese Gatekeeper absolviert man und dann kann man die anderen Fächer in diesem Modul machen. Normalerweise macht man den Gatekeeper und dann zwei zusätzliche Fächer. Wenn es nicht so alles passt, ich weiß nicht, was für Spezialisierung will ich, gibt es auch Informatik allgemein, das mache ich ja selbst. Dort ist man unbeschränkt. Man kann sich Fächer aus allen Modulen nehmen. Mhm. Wenn man also etwas Komplexeres machen will, muss man sich den Gatekeeper zuerst machen zu diesen Modulen, aus welchen diese Fächer machen werden einfach. Ja. Okay. Bezüglich Anwesenheitspflicht, wie viel gibt es da? Wie sind die Vorlesungen aufgebaut? Gibt es da verschiedene Arten von Vorlesungen? Genau. Eigentlich gibt es ziemlich viel Anwesenheitspflicht. Mhm. Informatik ist ein ganz praktisches Bereich eigentlich. Das finde ich sehr angewandt eigentlich. Es gibt drei Arten von Vorlesungen im regelmäßigen Studium. Mhm. Die Vorlesungen mit Übung und die Übungen. Die Übungen sind 100% Anwesenheitspflicht und dort macht man was in die Übung. Also zum Beispiel rechnet Beispiele für Mathe aus. Die Vorlesung zuerst, das ist einfach, man kommt, man sitzt, man hört was und dann schreibt man einen Abschlusstest. Da ist keine Anwesenheitspflicht. Mhm. Die sind markiert mit VO. Mit VUs, Vorlesung mit Übung, gibt es Anwesenheitspflicht oder gibt es nicht? Der Lehrende sagt das. Und da gibt es auch Teilleistungen zwischendurch den Semester und auch einen Abschlusstest. Also vor allem haben wir entweder die Blöcke, die Module, die haben eine Vorlesung und eine dazugehörige Übung, oder gibt es eine VU, die einfach die beiden einschließt. Mhm. Das ist das, wie das regelmäßig aussieht. Ja. Okay, sehr gut. Was darf man sich von dem Studium nicht erwarten? Okay, ich rede jetzt direkt an die Kamera eigentlich. Informatik ist nicht Software Engineering. Informatik heißt nicht viel Programmieren. Das ist eine Erwartung, die viele Menschen haben, aber dafür gibt es einen Bachelor spezifisch dafür, für Software Engineering. Informatik ist eher die theoretische Teil, also Algorithmenanalyse und die Theorie dahinter, also wie man mit dem Computer redet, wie man das macht. Also es gibt viel Mathe, das muss ich vor allem sagen. Die Mathe ist nicht leicht. Wenn man will, kann man sich das als und vorne anschauen und zu wissen, okay, das schaffe ich nicht, das schaffe ich ja schon. Ich selber habe wirklich Probleme mit Mathe. Ich war nie gut in Mathe. Und das kann man schaffen. Man muss einfach viel Zeit sich dafür nehmen. Außer Mathe ist es eher theoretisch. Also wirklich, ich hatte jeden Semester fünf Fächer oder so. Und im alles zusammen hatte ich vier Fächer, wo wir aktiv etwas Größeres programmiert haben. Es gibt ja zwischendurch im Studium viel Programmieren, ja schon, aber nicht so in, was man sich vorstellt unter Programmieren normalerweise. Also wir bauen nicht so oft Apps oder wir bauen nicht so oft wirklich einen großen Software. Also oft ist es zum Beispiel, wir analysieren numerische Algorithmen, also Approximierungsverfahren für komplexe mathematische Sachen und wir müssen einfach was dazu programmieren, das uns damit hilft. Also solche kleinere Stückchen von Programmieren gibt es normalerweise. Nicht so riesengroße Projekte. Die gibt es natürlich aber auch schon. Okay. Das heißt, man kann zwar mit dem Informatikstudium Software Developer werden, aber der Fokus bei dem Studium liegt nicht darauf, sondern da gibt es eben was ganz Eigenes. Genau. Also wenn man den Software erstellen will, das lernt man dann im Praktikum. Also deshalb ist es sehr, sehr gut, ein Praktikum zu finden. Da lernt man das praktisch. Aber die Theorie, die man braucht, um die Praxis gut anwenden zu können, bekommt man ins Studium. Okay. Gibt es besondere Vorurteile, die du gerne loswerden möchtest? Okay. Also ich kann auf drei jetzt angehen. Mhm. Also zuerst introvertierte Informatiker. Also es gibt diesen Stereotyp, dass alle Informatiker einfach zu Hause sitzen und etwas auf dem Computer machen. Ja? Das ist eigentlich nicht so. Also wenn man
Kontakte knüpfen will und Freunde finden will, das geht auch auf die Informatikfakultät. Wir sind alle auch offen zu erzählen. Es ist einfach, dass ich finde, dass die Informatiker sehr gerne über seine Arbeit reden oder über irgendwelche diese ja, studienbezogene Sachen reden wollen. Also das, so kann man sich Freunde finden. Eigentlich, ja, alle, die Informatik studieren, sind dort, weil sie Informatik mögen. Und wenn man das auch mag, dann kann man sich Freunde finden. Das finde ich, ja, ja, habe ich nicht so, ich habe das nicht so schwer gefunden eigentlich. Ja. zu zweit, dass das Studium eher trocken ist, dass man die Theorie nicht so gut anwenden kann, das ist eigentlich nicht so. Also ich finde das sehr schön, dass wir viel Theorie lernen, die wir sowohl gleich anwenden. Also zum Beispiel in einem Fach Numerical Algorithms haben wir darüber geredet, wie man etwas Komplexes mit Matrizen macht. Und dann haben wir gleich was programmiert, das das macht. Und wir haben gleich also gesehen, warum das wichtig ist, warum wir darüber denken müssen und so weiter. Und zu dritt, und ich glaube am wichtigsten, dass es nicht so viele Frauen im IT-Bereich gibt. Das muss man sagen, das ist so. Ja? Also im Allgemeinen gibt es nicht so viele Frauen im IT-Bereich. Aber im Studium gibt es ja sehr viele Mädchen. Und ich glaube, das ist wunderbar für den Studiengang, dass wir das ein bisschen mehr diversifizieren. Und ich sage zu allen Mädchen, habt keine Angst, eigentlich Informatik zu studieren. Es ist ein sehr offenes und sehr interessantes Fach. Und ja, wir machen es besser jeden Tag mit mehr Diversität, glaube ich. Sehr schön. Okay. Falls euch das Video bis hierhin schon mal gut gefällt und auch hilfreich ist, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben geben und auch gerne abonnieren, falls ihr weitere Videos sehen möchtet. Weiter geht's. Wie läuft der Aufnahmetest ab? Ja, also der Aufnahmetest ist normalerweise geteilt, in Wien zumindest, zwischen die Universitäten, die Informatik haben als Fach. Ich glaube, das ist die TU, die WU auch vielleicht mit der Wirtschaftsinformatik. Und auch die Uni Wien mit Informatik. Es ist geteilt zwischen Informatik und Wirtschaftsinformatik. Also man macht den Test zusammen. Es gibt drei Teile. Es gibt Textverständnis, ein bisschen Logik, also ja, Wortreihen und ja, Kugeln und was, ja, sowas Logisches. Und dann auch ein Theorieteil. Die Theorieteil besteht aus einem Buch. Das findet man dann auf die Webseite. Man kann sich dafür vorbereiten. Es gibt einen kostenlosen PDF von der Uni, so man das lernen kann. Man kann sich auch das Buch kaufen. Wenn man sich die Kapitel liest, die dort geschrieben sind oder erwähnt sind, reicht das ja. Okay, sehr gut. Das heißt, ja. Es gibt einen, ist aber nicht so schwierig. Nicht so schwierig, würde ich sagen, genau. Okay, sehr gut. Worauf muss man während des Studiums besonders achten? Okay, also vor allem muss man darauf achten, dass man sich alles während des Studiums lernt und einprägt, weil da gibt es viel Theorie, die man nirgendwo anders lernt, nicht in der Schule oder sowas. Mhm. Außerdem würde ich sagen, für Praktika oder Kontakte für die Zukunft muss man sich keinen Stress machen eigentlich. Also die Uni ist wirklich so eine Zeit, wo man vieles Neues erfahren kann, vieles Neues lernen kann und man soll nicht so einfach gestresst sein, oh ja, ich muss ein Praktikum finden, muss man dann einen Job finden und so weiter. Wenn man gute Noten hat oder wenn man eigentlich ein gutes Portfolio hat im Software Engineering Bereich, kann man sich leicht eine Arbeit finden und leicht ein Praktikum finden. Und ich finde, dass das nicht so wichtig eigentlich ist, so schnell das zu machen. Mhm. Ich würde mich also außer dem Studium wirklich darauf konzentrieren, dass wenn man etwas mit Software Engineering machen will, soll man in Freizeit ein bisschen coden und irgendwas machen, irgendeine kleinere Projekte und ein GitHub-Konto zu erstellen und dort das alles hochladen. Und dann, wenn du dich um ein Praktikum bewerbst, kannst du einfach dein GitHub schicken und sagen, hey, hier gibt es so alle meine Projekte, die ich selbst erstellt habe. Und ja, das ist etwas sehr Gutes, das man machen kann, neben dem Studium auch. Auch Schulprojekte können auf GitHub gehen. Die sind auch nützlich. Okay, sehr gut. Mit welchen Materialien lernt man am besten? Also es gibt hier zwei Gänge, die man sich auswählen kann. Also zuerst kann man wirklich klug sein und all die Folien verstehen und einfach von den Folien lernen. Das kann ich selber nicht machen eigentlich. Es gibt viele, viele hilfreiche YouTuber in diesem Bereich. Mhm. Es gibt viele Kanäle, die über Algorithmentheorie
oder auch verschiedene Konzepte, zum Beispiel Big-O Notation oder die Datenbank Standardisierungsniveaus reden und die soll man nutzen. Das ist wirklich hilfreich, das anhand von Beispielen zu verstehen. Mhm. Also ich nutze viele YouTube-Kanäle. Außerdem für Mathe, es gibt viel Online-Software, der helfen kann, Funktionen zu visualisieren oder Matrizen zu berechnen oder auch seine eigenen Berechnungen zu verifizieren. Es gibt zum Beispiel Integral Calculator, Derivative Calculator, die sind für Ableitungen und Integralen. Es gibt Matrix Calc für Matrizen, Wolfram Alpha für alles Allgemeine und auch Desmos. Es ist sehr gut für Funktionen einzuzeichnen und auch einfach normale Rechnungen durchzuführen. Es gibt auch GeoGebra, da mag ich das nicht so sehr. Fürs Coden braucht man eine gute Entwicklungsumgebung. Normalerweise ist das Visual Studio Code. Oder auch, wichtig, IntelliJ. IntelliJ gibt kostenlose Lizenzen für alle Studierenden. Also wenn du Eclipse nicht magst für Java, kann man sich als Student kostenlos IntelliJ's Premium Entwicklungsumgebungen holen. Ja. Okay. Während des ganzen Studiums. Wie schaut es mit Büchern aus beispielsweise? Oder eher nicht so? Es gibt immer Bücher, die verlinkt sind im Folien, aber eigentlich die sind alle sehr groß und theoretisch. Ja. Das braucht man eigentlich nicht. Wenn man sehr interessiert ist in diesem Fach oder will das besser verstehen, eignet sich das gut. Mhm. Es ist Fachwissenschaft, ja. Also es ist manchmal schwierig zu lesen, aber kann jederzeit helfen. Die ganzen Programme, die wir jetzt gerade Sam angesprochen hat, verlinken wir euch auch unten in der Infobox. Das heißt, wenn ihr da interessiert seid, könnt ihr euch die mal anschauen. Gibt es sonst besondere Tipps, die man von Anfang an kennen sollte? Ja, also von Anfang an soll man wirklich kennen, dass es wird Zeit nehmen. Und man soll sich den Zeit nehmen, alles wirklich durchzugehen. Mhm. Also viel programmieren, all die extra Sachen machen, die Mathebeispiele zu machen. Und es gibt im ersten Semester auch die PUEs, also das sind prüfungsvorbereitende Übungen, glaube ich. Die sind sehr hilfreich, um den Stoff zu verstehen. Und die zählen nicht zu die Endnote von dem Bachelor. Also die sind extra Aufwand, die man machen muss, aber die sind wirklich gut. Ja. Die letzte Frage dann noch. Gibt es sonst irgendetwas, was du angehenden Studierenden mit auf den Weg geben möchtest? Ja, also nicht angesprochen haben. Als Studierende hast du viel Software kostenlos vor dich. Also ich habe schon darüber erzählt, aber IntelliJ gibt kostenlos die IDEs für Python, für Java, für C, für all verschiedenste Sprachen. Kostenlos für alle Studierenden. Also das ist sehr hilfreich. Außerdem GitHub hat auch ein Studentenprogramm, wo gibt es alles von Webhosting, zu meinem Premium-Konto beim GitHub, zu verschiedensten Sachen wirklich. Es gibt etwa 40 oder sowas auch Programme, die man sich durch diesen GitHub holen kann. Außerdem würde ich Zeit nehmen, um wirklich sich mit dem Coden vereinzubaren. Ja? Also einen guten IDE zu finden, also Entwicklungsumgebung. Und auch vielleicht darüber nachzudenken, ein Programm oder Style vom Codieren sich einzuprägen. Also zum Beispiel, ich selber nutze Vim. Das ist so eine Entwicklungsumgebung oder Paradigma, die die Maus nicht nutzt während dem Programmieren. Also man kann alles mit die Tastatur machen. Mhm. Das kann dann hilfreich sein später, wenn man viel programmiert. Oder auch man kann dadurch etwas mehr lernen. Es gibt auch verschiedenste andere Sachen. Okay, super. Ja. Dann sind wir auch schon wieder am Ende dieses Interviews angelangt. Ich hoffe, ihr konntet wieder viele neue Dinge lernen und wir konnten euch einen guten Einblick über dieses Studium geben. Und ja, falls ihr bis hier geschaut habt, dann könnt ihr jetzt gerne noch auf Instagram weiterschauen, da gibt es noch mehr Informationen. Ansonsten würden wir uns freuen über einen Daumen nach oben und auch sehr gerne ein Abo, damit ihr weitere Videos zu verschiedenen Studiengängen sehen könnt. Und ja, vielen Dank an dich, Sam. Danke auch. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.